So, willkommen zurück. Weiter geht's. Ich habe noch eine Rakete gefunden gerade. Also dann müssen wir wohl da vorne durch. Sieht jedenfalls schwer danach aus. Oh Gott. Au, 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 au. Was ist das? Ich sehe den Qualm durch die Kiste, ist auch interessant. Ist noch so ein Teil. Sehr schön. Die werden beseitigt. Nochmal speichern. Okay. So. Die Waffe ist echt cool. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder laden. Schätze ich mal, oder auch nicht? Jawohl. Mich würde interessieren, was genau die hier getrieben haben. Ich schätze, wir werden es noch rausfinden. Da steht's wieder. Wir waren ja gerade auch erst in der Garage. Es waren noch nicht wirklich Labors oder sowas. Nichts drin. Daher kommt auch dieses Symbol. Ich höre irgendwas schmatzen. Ich höre irgendwas schmatzen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich muss halt Sound immer ein bisschen leiser drehen, damit ihr mich überhaupt versteht. Das war gerade sehr leise. Jetzt hat's aufgehört. Oder? Ich gehe nochmal nach vorne hin. Und jetzt höre ich es wieder. Oh nein, ist das wieder so ein Aufzug? Wie ganz am Anfang. Oh Gott, wie geht's denn da runter? Na, es ist wieder so ein Aufzug. Großartig. Ach, vielleicht war das einfach meine Waffe. Ich Trottel. Ist ja schließlich irgend so ein Vieh. Soll die Kiste machen Abgang? Und tschüss. Ja, das war's dann wohl. Ich kann noch mal einmal ganz außen rumschauen. Aber ich denke nicht, dass dieser Knopf funktioniert. Nope. Komme ich jetzt nicht rüber? Ah, doch. Ah, schau an. Perfekt. Wie jetzt? Das geht nicht. Was? Das ist jetzt aber... Hä? Ich habe jetzt eigentlich stark damit gerechnet, dass wir einfach da runterfahren können. Aber... Hier hört man es gut. Ich bin mal kurz leise. Dieses Schmatzen meine ich. Das gehört? Das ist nicht meine Waffe, glaube ich jedenfalls. Oder vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Död. Bin ich hergekommen? Hä, das ist jetzt irgendwie komisch. Ist vielleicht doch meine Waffe. Ich höre es nämlich immer noch. Ist das jetzt ein Fehler oder bin ich einfach zu doof? Wo soll ich da jetzt runterspringen? Ich gucke nochmal ins Häuschen rein. Meine Fresse. Ein bisschen die Augen aufmachen vielleicht. So, jetzt aber. Und los geht's. Ich speichere nochmal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier runterfahren kann, ohne dass irgendwas passiert. Das passt einfach nicht. Bis jetzt sieht's aber gut aus. Ahem.
Ja, was war denn das gerade? Mein Vieh macht irgendwelche komischen Bewegungen. Muss sich ziemlich eklig anfühlen, mit der Hand da drin zu stecken. Oh Gott. Ja, es passiert anscheinend doch nichts. Wahrscheinlich diesmal erst, wenn ich ganz unten bin oder so. Friss das. Die Waffe ist echt cool, da muss man sich nicht aufs Zielen konzentrieren. Okay, speichern wir gleich nochmal. Schauen uns hier um. Ist nochmal genau so ein Häuschen. Kann ich aber nicht rein anscheinend, oder? Nope. Das geht nicht. Die Tür ist zu. Dem roten Licht nachzuurteilen. Auch zu. Okay, dann müssen wir wohl irgendwie darüber. Ich gehe mal da lang. Noch so ein Scheißvieh. Ah, die Viecher spinnen total. Sehr schön. Oh je, noch ein Fahrstuhl. Geht wahrscheinlich nur wieder nach unten. Auch zu. Die Tür geht auch nicht auf, das sehe ich jetzt schon. Auch tot. Auch tot. Aber ich bin eh aufgeladen, von daher ist das wurscht. Die Tür ist auf. Ich will jetzt aber nochmal... Kann ich jetzt hier weitergehen? Sieht fast so aus. Ich will jetzt aber noch mal kurz zu diesem Aufzug schauen. Die geht wahrscheinlich gar nicht. Ah, tot. Alles klar. Alles klar. Dann doch da hinten lang. So, jetzt bin ich ganz voll. Tür ist zu. Oh je. Oh nein, wieder die Viecher. Na, ich nehme doch einfach die Waffe. Fress das. Ist aber auch gemein. Fühlt sich fast so ein bisschen an wie Cheaten, diese Waffe. Ich glaube, da ist noch so eine komische Frau da. Das muss ja eine Frau sein, weil Brüste hat's ja. Obwohl, es können auch Männer Brüste haben, so ist es nicht. Vier Stück waren's. Vielleicht auch fünf. Schauen wir mal. Okay. Gehen wir wohl da lang. Nur so ein Transportaufzug, damit man schwere Sachen da hochkriegt. Anscheinend sieht es jedenfalls so aus. So, machen wir erstmal das kaputt. Steht keiner drauf. Ich bin heute mal ein bisschen faul, ich fahre mal hoch. Oh, hi. Grüß dich. Lauf doch nicht weg. Alter, ist die schnell. Alter. Die war ja mega schnell.
Ah, du blöde. Alter. Frech. Da unten habe ich sie gerade noch gesehen. Jetzt ist sie wieder weg. Alter, du Scheiß. Tussi. Was auch immer du bist. Komm, halt die Klappe. Greift mich immer von hinten an. Irgendwas wollte ich gerade, ich wollte da reingucken. Hä? Was ist... Tolle Tür. So, ich bin wieder voll. Werden wahrscheinlich alle nicht aufgehen. Da geht's auf, da drüben ist auch zu. Okay, dann gehen wir hier lang. Hm. Ich bin gespannt, wo das endet. Ich muss endlich mal, ich denke jedes Mal, wenn ich spiele, denke ich immer wieder dran, dass ich mir nur so ein Vergleichsvideo angucken will. So, von Half-Life 1 und Black Mesa. Ich vergesse es aber immer wieder. Vielleicht ja heute. Also der Unterschied müsste schon gravierend sein eigentlich. Also Half-Life 1 ist ja echt Stein. Der Tür geht's auch gut, ha? Huh? Ja, Half-Life 1 ist ja echt Stein halt. Dementsprechend ist die Grafik auch Stein halt. Und es lädt mal wieder. Zum Wohl. Es kommen wahrscheinlich noch mehr so Mädels. Ich versuche mich zu killen. Das ist der Defekt natürlich, damit ich nicht mehr hoch kann. Aufgeladen bin ich noch. Jetzt bin ich immer gespannt. Da steht es nochmal. Die ziehen einen aber auch. Die halten einen ganz schön hin. Sind immer noch nicht wirklich im Komplex drin. Sind hier immer noch irgendwie so ein Lager oder sowas. Eine Cargo-Abteilung, wenn man so will. Also Cargo heißt es, glaube ich, nur bei Flughäfen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das war ja klar. Sterbt! Scheiß drauf. So. Tür sind an mir zugegangen, ja? Sonst hätte ich mich noch nicht aufladen können. Okay. Okay, drei Schüsse, habe ich das richtig? Fuck. Ich habe den einen immer noch nicht getroffen, den anderen auch nicht. Jetzt aber. Ich werde immer zu hektisch, wenn so viele Gegner kommen. Nehmen wir mal kurz die hier. Ich habe irgendwas gehört. Keine Ahnung was. Tür zu. Ah, da kann ich hoch. Da kann ich rein. Tür zu. Ah! I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. Danke. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Okay. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to plug the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Hau rein. Ich soll so einen Reaktor anstellen. Alles klar. Tür ist auf. Ich guck mal dahinter.
Tür zu, Tür zu. Okay, ist die einzige Tür, die auf ist. Alles klaro. Oh, hallo. Na, ich habe genug anscheinend. Was ist das denn? Weapons research too. I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you. Yes. Please promise to put her to good use. Oh yeah. Well, das ist doch cool. I'm sure you'll have plenty of opportunities to test her in the field, but you can practice in the shooting range if you'd like. Rechtsklick macht gar nichts einfach. Macht einfach nur das. I guess you can take her with you. Please, just take her and leave. I can't stand long goodbyes. Oh Gott. Ah, ich dachte, ich könnte es kaputt machen. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Hübscher Aufzug. Zum geilen Lüfter. Oh, haben schon 16,5 Minuten. Okay, das. Ich warte auf jeden Fall noch, bis ich unten bin. Okay, es lädt wieder perfekt. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Morgen gibt es die nächsten Parts. Bis dahin.